Frankreich hat mehr als 50 Kernkraftwerke, die pro Jahr etwa das Fünffache der gesamten Schweizer Stromerzeugung, Wasser- und Kernkraft produzieren. Kernenergie, die Produktion expandiert. Winter 23/24, nukleare Verfügbarkeit steigt. Beschleunigung der Kernenergie. Das sind einige Schlagzeilen, die den Eindruck einer wachsenden und dynamischen Industrie vermitteln. Dieser Eindruck steht in einem gewissen Kontrast zu den obigen Grafiken. Sie zeigen auf der linken Seite, dass die französische Kernenergieproduktion 2005 einen Höchststand von 429 Terawattstunden erreichte, bevor sie 2022 auf nur 279 Terawattstunden zurückging, was einem Rückgang von 35% entspricht. Im Jahr 1992 stammten 81% des französischen Stroms aus Kernkraft, im Jahr 2022 werden es 63% sein. Was sind die Gründe dieses Niedergangs? Laut einem Untersuchungsausschuss des französischen Parlaments im April 2023 ein ungünstiges politisches Umfeld, ein falsches Alternativdenken, erneuerbare Energien und Kernenergie schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern ergänzen sich. Drittens wurde der Unterhalt und damit die Verlängerung der Lebensdauer von Kernkraftwerken vernachlässigt. Und schließlich die Abschaltung von Superphénix 1997. Damit ging Know-how und der Vorsprung in der Forschung und Entwicklung neuer Typen von Kernreaktoren verloren. Möglicherweise hat sich das Blatt jetzt gewendet. Man sieht dies an zwei Reden von Macron 2018. Ich wurde gewählt, um den Anteil der Kernenergie in unserem Strommix auf 50% zu verringern. Und ich werde diese Verpflichtung einhalten. Konkret werden 14 Reaktoren mit 900 Megawatt bis 2035 abgeschaltet. Dagegen im Jahr 2022 zwei große Entscheidungen. Die erste ist die Verlängerung aller Atomreaktoren. Und die zweite Entscheidung, wir werden ab heute ein Programm für neue Kernreaktoren starten. Der Tiefpunkt der Kernenergieproduktion war 2022 mit etwa 280 Terawattstunden. 2023 hat die Produktion 320 Terawattstunden erreicht. Das neue KKW Flamanville kommt voraussichtlich 2024 ans Netz und für 2025 werden mindestens 335 Terawattstunden erwartet. Die französische Regierung plant etwa 15 neue KKWs. Der vorgesehene Baubeginn für die ersten sechs ist 2026. Dieser langsame Anstieg zeigt, wie schwierig es ist, die Vergangenheit zu korrigieren, wie auch die Notwendigkeit einer langfristigen Planung. Wenn Sie mehr über Frankreichs Energiepolitik im Vergleich zu Deutschland wissen wollen, klicken Sie hier. Quellenangaben und zusätzliche Informationen im Beschrieb des Videos unten. Kommentare und Korrekturen bitte via YouTube oder direkt an bernard@hirschel.ch. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf bald!